Na gut, dann wollen wir mal neue Stromversorgung aufbauen, hm? Dafür müssen wir allerdings ganz viele Bäume erstmal fällen. Wir müssen das Stromnetzwerk in die Richtung erweitern, damit ich ungefähr weiß, wo ich was hinsetzen kann. Aber das mit den Bäumen wird sich hier erstmal ziehen. Das ist nicht ganz so gut. Ja, da fallen mir auch die Roboter wieder ein. Und allgemein sollten wir vielleicht auch demnächst, was die Forschung angeht, in die Richtung gehen. Also nicht nur, weil man mit den Robotern schön schnell die normalen Bäume wegmachen könnte und die Gummibäume und all so ein Gedöns, sondern auch für den Aufbau von den Sachen. Also wir könnten den ganzen Block einfach copy-pasten und neu aufbauen und das ist alles schon sehr praktisch für den Robotern und auch die Logistik. Gerade jetzt, was die normalen Engines angeht und die roten Engines, würden wir uns aber ganz viel Fließbandarbeit sparen, wenn einfach die Roboter die normalen Engines hochbringen und dann oben zu den roten Engines weiterverarbeitet werden. Ja, erstmal panzerbrechende Munition. Das ist dezent wichtiger. Apropos, muss ich da noch weiter was bauen? Ja, ich glaube schon. Bau mal da Tränke. So. Die werde ich auch gleich erstmal wieder einlagern müssen. Aber wenigstens haben wir hier schon mal Anfang gemacht. Den See da oben zukippen, ja oder nein? Nee, ne? Der ist nicht im Weg. Das ist eigentlich alles zwischen den beiden Strommasten hier gewesen. Okay, du weg. Du hier. Zwischen euch beiden. Mehr Platz brauchen wir eigentlich gar nicht. Vorerst. So, 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 so. Also die Idee, die ich jetzt hatte, war... Erstmal durch die Bäume hier durch, so. Die Idee, die ich hatte, wir bauen jetzt hier mehrere Offshore-Pumps hin. Das müssten theoretisch nicht mal die MK3-Dinger sein. Das können auch MK1-Dinger sein. Ich muss gucken, wie sich das da am besten rentiert. Die pumpen dann alles Wasser in, sagen wir mal, 2 oder 3 Fabriken. Die machen daraus sauberes Wasser. Das saubere Wasser wird dann von den Fabriken aus zu Tanks gebracht. Und zwar zu vielen Tanks. Also sagen wir mal 3 oder 4. Je nachdem, wie gut das passt. Und die füllen sich dann mit sauberem Wasser. Und von diesen Tanks aus gehen dann Rohre, und zwar MK3-Rohre, zu den Steam Engines. Dadurch... Oh, Inventar ist voll. Mist. Ja, also durch die Zwischenlagerung in den Tanks verhindern wir, dass das Wasser nur so schubweise kommt wie da oben. Da oben ist das Problem, dass es wird zwar halt viel Wasser reingepumpt, aber die Fabrik macht das immer nur so schubweise. Die stellt her, muss arbeiten. Stellt her, muss arbeiten. Ja, das ist immer so schubweise. Und dadurch haben wir hier diese Engpässe. Und das ist doof. Warum haben wir jetzt keine Engpässe mehr? Available Performance ist 100. Wollt ihr mich veräppeln? Also ja, sie haben nicht genug Wasser. Aber das Wasser ist 100 Grad heiß. Und Available Performance ist 100%. Also sie könnten 100% Leistung bringen, wenn sie es denn müssten. Müssen sie nur gerade nicht, weil wir nicht genug Stromabnehmer haben. Das ist jetzt sehr komisch. Aber okay, hinterfrage ich nicht. Haben wir wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, wo ich drüben die Energieversorgung aufgebaut habe, hier genug Strom. So, Holz. Wir sollten bald eine Möglichkeit finden, Holz zu verwerten zu irgendwas. Kannst weg. Und ich brauche mehr Kisten. Da. Da kommt bitte rein. Gun-Türme brauchen wir nicht mehr. Burner Mining Drill brauchen wir nicht mehr. Den Rest brauchen wir in irgendeiner Form, aber nicht unbedingt im Inventar. So. Nächster Schritt. Die lila Science Packs abgeben, sonst wird Military 4 niemals fertig. 170. Okay. So, so. Müssen wir ein bisschen aufsplitten, damit möglichst viele Fabriken dran arbeiten. Und dann passt das auch. So. Britzel, 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 britz. So. Okay, den Baum noch weg. Dann sollte das hier eigentlich erstmal reichen. Dann fehlen noch die Gummibäume.
Das könnte eine Weile dauern. Obwohl, nee, die kann man schön schnell abbauen. Es sind nur sehr, sehr, sehr viele. Ja, besseres Werkzeug. Hatte ich mich bisher drum gedrückt. Weil ich fand das Stahlwerkzeug eigentlich schon ziemlich gut. Aber gerade jetzt bei solchen Aufträgen, wo man wirklich viel machen muss, merkt man, dass es schon vielleicht ganz praktisch wäre, besseres Werkzeug zu haben. Wenn Military 4 durch ist, gucke ich mich mal um. Also was genau jetzt am sinnvollsten ist, als nächstes zu erforschen. Und wenn die Werkzeuge nicht allzu viel kosten, könnten wir die mit mir mit reinschieben. Weil es werden immer wieder Situationen kommen, wo ich selber Hand anlegen muss. Also habe ich überhaupt genug Ressourcen für Tanks? Nur zwei. Eisen fehlt wieder. Das ist so peinlich, dass wir immer wieder Eisenprobleme haben. Aber das liegt an mir. Das liegt nicht an den Maschinen oder unseren Drills oder sonst irgendwas, sondern weil ich, wenn ich hochlaufe zu den ganzen Ölgeschichten, dann schmeiße ich immer fast alles an Eisen, was ich dabei habe, zu den Batterien oder zu dem Schwefelsäureproduktion oder was auch immer. Und dann ist mein Spieleinventar leer. Und wir haben noch keine Roboter, die dann angeflogen kommen und es wieder auffüllen. Das war echt super praktisch. Wie eine Horde Vögel, die ankommen und einen füttern. Das ist jetzt ein komisches Bild, aber ich habe mich gerade als Riesenvogel gesehen und dann passt das eher. Okay, einfach aufhören zu reden. Ich hol mal Eisen. Da. Wir haben noch eine Zwischenkiste für Eisen, ne? Da oben. Den komischen Ärmchen. Ja. Wow. Ja, gib mal her. Wir haben richtig viel. Gib mir die ganze Kiste her. So. Dann bringe ich mal das, was ich dabei habe, hier oben hin. Und dann gucken wir weiter. Das ist krass. Ja, hier. Mach mal. So. Genug Kupfer. Jo. Oh, Schwefelsäure ist auch fast voll. Sehr gut. So, und hier nochmal Eisen. Bitteschön. Schick, 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 schick. Du weg. Ja, Kupfer staust sich auch. Eisen kommt runter. Alles super. Also so lange, bis die Minen leer sind. Dann werde ich wieder meckern, aber das ist dann später halt, ne? Ihr seid am Forschen, goodie. Die Resin-Geschichte. Ja, wart mal. Ich mache hier mal noch eine Kiste. Und schmeiß das Resin hier erstmal rein. Weil wir brauchen das auch später, um Gummi herzustellen. Ich habe jetzt nicht wirklich Bedürfnis, noch mehr Bäume zu bauen. Also ja, der Smog breitet... Oh. Ich habe das starke Bedürfnis, Bäume zu bauen. Gib mir her, dass er tu das alles da rein. Ah. Ja, das sah echt nicht schön aus. Also die sind viel zu nah dran. So, einer kann weg. Vier Tanks sollten reichen. Vor allem war das eine Basis oben rechts mit drei oder vier Spawnern. Das wäre schon garstig. Und ich halte jetzt immer noch daran fest, dass wir es nicht forcieren sollten, dass die Beißer stärker werden. Erstmal sollten wir unsere Forschung hochbekommen und dann können wir das Spielchen spielen. Mit Gegner wird stärker, wir werden stärker, Gegner wird stärker, wir werden stärker, Atombomben fliegen, alles ist kaputt. Eskalation ist doll. So, du. Hier, also vier Tanks. Und wir können die Tanks nicht so bauen, dass die Ausgänge in Ost-West-Richtung sind. Das ist doof. Das ist echt doof. Na gut, dann machen wir die Tanks halt so, dass sie... Braucht mehr Strom. Dann machen wir die Pumpen halt weiter oben. Die Pumpen müssen ja nicht auf gleicher Höhe sein. Das ist ja vollkommen Wayne. Passt du dahin? Nein. So. Also, ne? Pumpen werde ich jetzt hier oben hin tun. Die Tanks denn hier runter. Hier kommen die Fabriken hin. Oh, warte mal. Erst kommen die Pumpen, dann kommen die Fabriken, dann kommen die Tanks. So rum war das. Und dann kommen da unten die Steam Engines. Okay.
Aber das mit der Ost-West-Orientierung der Ausgänge könnten sie echt mal einfügen. Weil es macht doch keinen Unterschied, was jetzt so. Also ob man jetzt noch eine 90-Grad-Drehung dazwischen einbaut. Ich meine, es ist nur die Textur einmal um 90 Grad drehen. Und die Ausgänge dann dementsprechend justieren. Na gut. Du da. So, ich hätte gern Wassertanks hier. Flop, flop. Flop, flop. Wasser, Wasser. Und das sollen auch zwei separate Wasservorräte sein, weil wir hier zwei Reihen von Rohren haben möchten. Apropos Rohre. Brauchen wir ganz viele davon, weil wir die werden wir brauchen, um die da zu bauen und so weiter. Und was fehlt dafür? Pipes. Stahl fehlt. Okay. Du bau davon ganz viel. Wir klauen währenddessen Stahl. Forschung ist gleich fertig. Sehr gut. Ah. Stahl staut sich nicht. Warum nicht? Wo wird Stahl verbraucht gerade? Nirgends. Okay, dann nehmen wir hier mit, bitte. Oh ja, sehr schön viel. Gut. Und ich glaube, ich nehme einfach aus Dekadenz mal die MK3-Pumpen. Einfach nur so, weil ich es kann. Und Steam Engines. Ich baue erstmal die ganz normalen Steam Engines. Damit ich das Muster legen kann. Weil das Inventar wird jetzt schon eine Weile ausgelastet sein mit dem ganzen Bauen da. Dann passt das. Fabriken haben wir 3 Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir können auch nur 2 hier hinbauen? Nee. Das ist nicht gut. Bau die mal weiter oben hin. Da und da. Ich will auf jeden Fall immer die Tanks voll haben. Also es muss viel mehr sauberes Wasser produziert werden, als wir eigentlich brauchen. Deswegen machen wir mal 4 Fabriken. Das sollte reichen. Nebenprodukte. Das ist eine gute Frage. Also theoretisch könnte ich dann ja richtig schön viel Stein hier produzieren. Oder Sand. Aber ich denke, Stein ist wichtiger. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den Rattenschwanz geben will. Mit dem Einlagern und Abtransportieren und was weiß ich. Wenn wir die Logistikroboter hätten, dann vielleicht. Oder ich könnte ganz viele Kisten hier hinpacken. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mache, wird der Gerugor in der Zukunft mich verfluchen. Dass ich dann in 20, 30 Folgen irgendwie keinen Stein mehr habe. Ja, müssen wir gucken. Erstmal Pumpen. 2 Pumpen werden, glaube ich, nicht reichen. Bauen nochmal eine Pumpe. Dann kommt Wasser, Wasser, Wasser. Untergrundrohr nach da, Untergrundrohr nach da, Untergrundrohr nach da und eigentlich noch ein 4. Jo, 4. Und mehr MK3-Rohre. Zang, 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 zang. Untergrund, was? Also, ja, bau die einzeln, ist okay. Du. Darum. Du. Darum. Du darum. Und dich kann ich schon mal vorbereiten. Weg. Weg. Und das ist echt absolute Dekadenz. Wir könnten das alles mit MK1 Sachen machen. Wenn wir jetzt eh schon Überschuss generieren, dann kann das auch ruhig mit langsamen Maschinen gemacht werden. Aber na gut. Wenn schon, den schon, ne? Du runter. Oh, so weit kommst du gar nicht. Okay. Material 4 ist fertig. Was braucht das Werkzeug? 100, 100. Hat Mining Power 6? Was hat unser jetziges? Mining Power 4. Wäre schon mal 50% schneller. Was war noch in Planung? Roboter waren noch in Planung. Für Roboter brauche ich... Was sind die Roboter? Da. Brauche ich Robotics. Für Robotics brauche ich Electronics 2.
Das kostet fast gar nichts. Bringt Item Collector, noch bessere Chips und Bundled Wire. Ja, Robotics hätte ich echt ganz gerne.